Eine ganze Woche weiter als wir. Denn ich komme aus einer Gegend, mein Schwager Markus stammt aus dem gleichen Ort, ist aber schon ein richtiger Nürnberger geworden. Wir müssen in der Rhön mit einem Spruch leben, der heißt: Sie werden sehen, die Rhön ist schön. Sie merken es bald, die Rhön ist kalt. Und wir sind auch eine kalte Gegend. Und deswegen, wir sind eine ganze Woche hinten dran. Aber Sie werden nachher feststellen, dass ich trotzdem mit den Bienen die Vegetation etwas austrickse. Nämlich bei der Varroa-Bekämpfung. Mein Thema heißt: Der Varroa keine Chance lassen. Eine kleine Geschichte. 2009, da ist übrigens auch mein Beitrag im Imkerfreund dann erschienen, über die Varroa-Bekämpfung. Hör rein. Wenn Sie sich nachher anschauen. Da las ich im Imkerfreund einen Artikel von Bruno Binder-Köllhofer. Wem sagt denn der Name was? Ist ein Fachberater vom Institut in Kirchheim, Hessen. Und der schrieb einen Artikel, und da hieß es: Die einzige Möglichkeit, in der Varroa Herr zu werden, heißt Drohnenbrut ausschneiden und in den Sonnenwachsschmelzer geben. So, jetzt schneiden Sie heute mal Drohnenbrut aus und tun Sie die einmal in den Sonnenwachsschmelzer und gucken in einer Woche nach, was denn da drin ist. Verschimmeltes, vergammeltes, verfaultes Larvenzeug. Und das habe ich ihm geschrieben mit einer E-Mail. Habe ich gesagt, ich kann diese Reederei von Drohnenbrut ausschneiden und in den Sonnenwachsschmelzer geben, kann ich nicht mehr hören. Dieser Larvennudelsalat, der stinkt. Der stinkt mir auch, wenn das immer so veröffentlicht wird. Der Bruno Binder-Köllhofer macht nichts Eiligeres, als der Redaktion mein E-Mail zu schicken. Und der Chefredakteur schickt mir wieder ein E-Mail mit dem Anhang meines Briefes an Köllhofer und sagt: Sie haben da was von einer eigenen Methode der Varroa-Bekämpfung gesprochen. Das würde uns interessieren, machen Sie doch mal einen kleinen Bericht. Dann habe ich das beschrieben, habe es ihm hingemailt, hat er gesagt, das wird veröffentlicht. Aber wir brauchen auch noch Bilder. Dann habe ich ein paar Bilder noch dazu gesucht. Einige haben noch gefehlt, aber konnte ich ihm dann nicht mehr liefern. Und so kam dieser Beitrag dann zustande. Und darüber will ich jetzt ganz kurz referieren. Zu welcher Gruppe gehören Sie? Sie können sich jetzt einordnen. Die gelbe Gruppe hat 1 bis 5 Völker. Ich würde mal sagen, wer gehört dazu? Aha. Ja. Das sind 53,3%. Die Zahlen habe ich aus Geographic, das ist eine internationale Zeitschrift, die hat das für Deutschland hier veröffentlicht. Dann 6 bis 10 Völker, das ist die rote Gruppe, sind etwa 27%. Wer gehört dazu? Das sind 6 bis 10 Völker. Schon immer. Ach, Moment, gehört vielleicht jemand noch zu gar keiner Gruppe? Aha, das ist die Mehrheit. Das ist die Mehrheit. Eieieiei. Aber ich nehme an, dass Sie bald zu dieser Gruppe gehören werden. Das hoffe ich sogar. Gut, wenn wir jetzt diese beiden Gruppen zusammennehmen, dann sehen Sie schon, wir sind schon bei über 80%. Und nur 15% haben 11 bis 20 Völker. Dazu gehöre ich. Ich habe 17 zurzeit. Ich hatte auch schon mal 30. Aber dann war es kein Hobby mehr. Dann war es Arbeit. Und ich wollte Freude an der Imkerei haben und darum habe ich wieder reduziert.
Übrigens, meine Frau hat auch ein bisschen geschimpft. Dann 21 bis 50 sind nur 3,8% der Imker. Und über 50% nur 0,8%. Und wenn wir unsere Zeitschriften, unsere Fachzeitschriften lesen, dann wird da drin immer geschrieben für diese Gruppe und diese Gruppe. Aber nicht für die kleinen Imker. Echt? Das wusste ich gar nicht. Und wenn Sie jetzt meinen Vortrag hier hören, werden Sie auch sagen, das ist aber ganz schön arbeitsintensiv. Aber dafür sind wir Hobby-Imker. Und wir wollen es den Bienen so gut und so recht machen, wie es irgendwie nur geht. Den Bienen entgegenkommen und auch keine Arbeit scheuen, dass die Bienen gesund bleiben. Dieses Schaubild ist ganz wichtig. Gerade heute, weil auch der Einsteigerkurs hier noch vorhanden ist. Die Brutentwicklung des Bienenvolkes erreicht Mitte des Jahres ihren Höhepunkt. Das ist ganz klar. Im Juni geht mit der Sonne. Aber auch die Brutentwicklung und die Entwicklung der Varroamilbe steigt. Sie sehen das Rote. Hier, das Schwarze erstmal die Anzahl der Bienen. Es hat alles hier im Juni den Höhepunkt. Dann die Brutentwicklung ist hier, die steigt dann wieder ab. Und jetzt kommt das Schlimme. Die Varroamilbe steigt auch und während die Anzahl der Bienen und die Anzahl der Brut wieder rückgängig wird, abnimmt, nimmt die Zahl der Varroamilben zu. Und so erleben wir, dass wir im August, September und Oktober bereits erste Verluste verzeichnen. Weil die Brut und die Anzahl der Bienen mit der Entwicklung der Varroamilbe nicht mehr Schritt halten kann. Und je mehr Bienen durch das Anstechen, je mehr Brut durch die Milbe angestochen wird, umso mehr Bienen schlüpfen krank oder anfällig. Denn die Biene geht nicht an der Varroa zugrunde, sondern an den Sekundärkrankheiten, an den Krankheiten, die durch dieses Anstechen und diese Schwäche dann geschädigt wird. Wenn wir, nehmen wir mal an, das hat natürlich niemand hier im Kreis, nehmen wir mal an, wir wären HIV. Kein Mensch stirbt an HIV, an AIDS, sondern der stirbt an einem Schnupfen, der stirbt an einer Lungenentzündung, der stirbt an irgendetwas, weil sein Immunsystem geschädigt ist und nicht mehr funktioniert. Und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie ich meine Bienen das ganze Jahr über durch die Varroa-Bekämpfung auf meine Art reduzieren kann. Und zwar beschränke ich mich, das sind die einzelnen Bekämpfungsmöglichkeiten, ich mache nicht Nachtrachtende mit Ameisensäure oder mit sonstigen Mitteln und auch nicht im Winter mit der Oxalsäure. Ich habe nur Ameisensäure und Oxalsäure. Das klammere ich heute aus. Da müsste ich sonst 2 Stunden reden. Ich nur hier diese beiden Sachen. Drohnenbrut ausschneiden, aber nicht so, wie ich es vorhin von Binder Köhlhofer genannt habe, sondern auf meine Art. Und die Jungvolkbildung. So sieht das in einem Sonnenwachsschmelzer, der ist schon 50 Jahre alt, so sieht das aus. Und wenn das eine Woche lang drin liegen bleibt, dann tun wir das raus und vergraben es im Komposthaufen oder sonst in irgendeinem Loch. Weil es eben zu stinken anfängt. So fängt das nämlich dann an. Sie werden schwarz.
und gingen dahin. Und übrigens, wenn ich die Drohnenwaben mit den Larven in den Sonnenwachsschmelzer gebe, dann gewinne ich kein Gramm Wachs. Diese Larven, sobald das Wachs schmilzt, geht das Wachs an die Larve, an den Körper, und unten bei meinem Wachsdruck fließt nichts raus. Denn das ist ja hauchdünn. Ich habe noch nicht einmal eine Mittelwand drin. So, das ist also dieses Biest, das wir unbedingt bekämpfen müssen. Gehört zur Gruppe der Spinnen, hat 8 Beine. Das ist eine Großaufnahme. So, und jetzt ein kleines bisschen Theorie. Zunächst erstmal das untere Bild. Die Varroamilbe, die sogenannte Mutter, die Varroa-Mutter, das Mütterchen, fortpflanzungsfähig, schlüpft vor dem Verdeckeln der Larve in die Brut ein und versteckt sich da drin. Dann wird die Brutzelle verdeckelt. Sie ist also vollkommen geschützt und kann da drin machen, tun und lassen, was sie will. Der Imker hat keine Möglichkeit mehr. Hier am Grund, das wäre bei der Zelle, die ja etwas schräg liegt, der untere Teil, nicht der obere, am Zellgrund. Da hält sie sich auf. Und wenn sie sich hier eingenistet hat, krabbelt sie an der Larve, beziehungsweise später an der Puppe entlang und sucht sich hier eine günstige Einstichstelle. Und saugt dort Körper, Saft, Hämolymphe. Geht wieder zurück und fängt dann an, Eier zu legen. Das erste Ei, das ist das Wunder der Natur, ist ein Männchen. Nach 1,5 bis spätestens 2 Tagen folgt das zweite Ei, das ist dann ein Weibchen. Und so macht sie das noch 2 oder 3 Mal. Es schlüpfen also, es könnten theoretisch also 2, 3 und 4 Tochtermilben schlüpfen. Das Männchen, das als erstes geboren oder gelegt worden ist, begattet die Geschwister. Aber in einer normalen Arbeiterzelle wird nur ein Tochterweibchen geschlechtsreif. Denn die Entwicklung dauert ja vom Ei bis zum Schlüpfen nur 21 Tage. In einer Drohnenbrut, die ja 24 Tage dauert, können 2 bis 3 Tochtermilben dann schlüpfen. Die sind geschlechtsreif. Das heißt also, konzentrieren müssen wir uns auf die Drohnenbrut. Und den Vorteil haben wir dann, dadurch, dass die Zelle geschlossen ist, haben wir auch die Milbe gefangen. Und solche gefangenen Milben, nicht die Milben, sondern die Brut, in der die Milben fangen, habe ich hier hinten dran im Kühlschrank. Von heuer. So, hier oben haben wir ein echtes Bild. Hier sehen wir ganz leicht diese Einstichstelle. Das andere war ja nur ein Schema. So, wie kommt jetzt die Varroa-Milbe in die Drohnenbrut? Wie kann die unterscheiden, das ist eine Zelle, in der eine Drohnenlarve liegt, und das ist eine Zelle, wo eine Arbeiterinnenlarve ist? Sie hat an den Vorderfüßen ihre Nase, die Varroamilbe. Und das ist ihr Riechorgan. Sie kann also ganz genau unterscheiden, das ist eine Arbeiterzelle und das ist eine Drohnenzelle.
Das hat man auch noch nicht lange erforscht. Man hat viele Artikel geschrieben, was könnte der Auslöser sein, dass, wie die weiß, dass das eine Drohnenlarve ist. So, das ist auch eine Großaufnahme. Und da drin. So, da hier haben wir nochmal ein schönes Bild, das ist eine echte Aufnahme von mir. Wie, aber beim Rausziehen ist mir natürlich jetzt eine rausgegangen, die gehört eigentlich wieder rein. Wie dann die Milbe auf Quartiersuche geht. So in dem Stadium, vor dem Strecken, da sucht sie dann die Zellen auf. So. Das ist jetzt so eine Wabe. Nein, es sind eigentlich zwei. Aber insgesamt ist es eine Wabe. Verstockmaß. Und Sie sehen schon, hier oben ist Arbeiterbrut, hier unten ist Drohnenbrut. Und das ist meine Methode, die ich hier veröffentlicht habe. Ich habe mir einfach eine Wabe, ein Rähmchen genommen, habe gesagt, das teile ich jetzt zwei, mache zwei geteilt. Oben Arbeiter, Zellenmaß und unten leer. Wie ich das nun mit im Volk mache, das kommt später, hier auch. Jetzt will ich schon noch mal vorausschicken, weil vielleicht, ich weiß nicht mehr, ob noch mal so ein Bild kommt. Ich bin immer wieder gefragt worden, ja, wenn du so viele Drohnen entnimmst, dann hat das Volk ja keine mehr. Das Bienenvolk braucht doch wenigstens 200 bis 300 Drohnen. Sind trotzdem da. So ist es. Sie sind trotzdem da. Und zwar, als ich das veröffentlichte, habe ich mit dem Chefredakteur gesagt, er hat mich gefragt, wie ich da auf meine Methode gekommen bin, habe ich gesagt, ich habe beobachtet, bevor ich früher ein ganzes leeres Rähmchen als sogenanntes Drohnenfangrähmchen eingehängt habe, habe ich gemerkt, ja, in meinem Volk spazieren ja schon längst Drohnen herum. Die müssen doch schon da sein. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt musst du da einsteigen und musst Drohnen künstlich dazu vermehren, die auch so bald schlüpfen können, wie die, die da schon da sind. Und Sie sehen auch, genügend Drohnen haben wir trotzdem. Schauen Sie mal diese Zellen an da unten. Diese ganze Reihe sind auch in einer... Hier ist es jetzt nicht so gut zu sehen, aber das ist mir jetzt ein bisschen beim Einlöten nach unten gerutscht, die Mittelwand. Wenn ich die etwas nach oben gehabt hätte, wäre unten ein Streifen und da machen sie Drohnenbau. Da machen sie so viel jetzt, nur erst einmal so viel dazu. Also, Drohnen gibt es noch genug, auch wenn ich massiv Drohnen entnehme. Wenn nun so ein Rähmchen mit Drohnenbrut bestückt ist und ich habe eine normale Volkkontrolle und entdecke sowas, das hier oben war Mittelwand, und entdecke sowas, dann hänge ich die einfach um in den Honigraum. Aus dem einfachen Grund, im Honigraum kann ich sie, wenn sie gedeckelt ist, schnell entnehmen. Sonst müsste ich wieder alles wegnehmen und nach unten gucken. Unten kommt aber schon längst wieder der neue Rahmen rein. Ja? So, und also, wenn er also gedeckelt ist, nehme ich das untere raus. Und so ein Rähmchen ist da hinten im Kühlschrank. Wir schauen es uns nachher an. Wenn das Halbrähmchen weg ist, kommt wieder ein neues leeres dazu. Da sehen wir, im Honigraum
Das ist das gleiche Rähmchen, das wir gerade eben gesehen haben. Am Anfang und ein paar Tage später sieht das Rähmchen so aus im Honigraum. Und Sie sehen, das obere Halbrähmchen ist voll gedeckelt mit Honig. Das ist ein reifer Honig. Da ist kein Teil mehr dabei, der flüssig ist. Warum? Wir merken es ja, in jeder Wabe, in der Honig eingetragen wird, wird der oberste erst verdeckelt und nach unten. Und so haben wir oft beim Schleudern, gerade im Frühjahr, wo ja der Honig nicht so lange drin bleiben darf, oft oben die Hälfte der Wabe gedeckelt und unten noch flüssig, sodass unser Wassergehalt dann einfach nach oben steigt. Das passiert hier nicht. Da ist kein Wassergehalt so hoch. So sieht es also aus. Und noch ein Vorteil, hätte ich jetzt beinahe vergessen, da unten ist keine einzige Honigzelle dabei. Das ist leer. Das ist alles nach oben. Die Bienen, die den Honig verarbeiten, haben irgendwie eine Scheu, in Drohnenbrutzellen Honig abzulagern. So, heute früh habe ich aus meinem Gefrierschrank die Wabe da hinten im Kühlschrank entnommen. Meine Drohnenhalbrähmchen kommen erst einmal in die Gefriertruhe. Wenigstens 2 Tage. Denn 2 Tage lang, bis die Larve bzw. die Puppe richtig gefrostet ist, so lang braucht auch die Varroa-Milbe. In einem normalen Kühlschrank lebt eine Varroa-Milbe, oder die Milben, die Töchter muss ich jetzt dazu zählen, über eine Woche im Kühlschrank. Wir merken ja auch, der Drohnenplatz ist immer der etwas kühlere Platz, also in der Nähe vom Flugloch. Nicht ganz nach hinten. Also im Kühlschrank muss man mehr als eine Woche die aufbewahren. Aber da fängt natürlich schon an und die Larve fängt das Verwesen an. In der Gefriertruhe passiert sowas nicht. Und so habe ich ein paar Fächer, Nummer 1, dann kommt Nummer 2, und mein Gefrierschrank, das untere Fach, ist bei mir schon voll. Mit solchen Waben. Also, Sie können sich jetzt vorstellen, wie viel Milben ich jetzt schon aus dem Volk geschröpft habe. Die vermehren sich nimmer. So sind sie dann drin, wenn man die aufbricht. Das war, ich glaube, es war letztes Jahr, wo ich die Aufnahme gemacht habe. Voriges Jahr waren unheimlich viele drin. Zumindest bei uns. Mhm. Voriges Jahr waren sehr viele drin. Bei uns auch. Auch, gell? Ja. So, ich zeige Ihnen das nachher auch noch in der Praxis. Das ist die sogenannte geköpfte Drohnenbrut. Das Bild, das wir vorhin gesehen haben, die Drohnen, die werden dann abgesäbelt. Hier, bei manchen fehlt der Kopf, ne? Aber bei den meisten ist er noch dran geblieben. Ich zeige es Ihnen dann, wie das geht. Übrigens rechts unten, das ist der Wachsdeckel, den ich abgesägt habe, aber von innen gesehen, da denkt man, das ist aus Gold. So glänzt das. Da ist ja zum Teil. Ich habe noch nie einen richtigen Deckel von innen gesehen, also eine ganze Fläche. Das ist von innen gesehen. Ne? Ich glaube, das ist auch die Seide, ne, von dem Puppenkokon. Ja, ja. Das ist ja nicht nur Wachs, sondern beides. Genau, genau. Ist ja auch super. Und die Seide glänzt vielleicht. Ja, genau. Ja, ja. Bei der Honigzelle ist das ganz anders, ne? Ist das reine Wachs. Ja. So sieht das also dann aus. Hier also erstmal nur im Bild. So, was mache ich jetzt mit dieser geköpften Drohnenbrut? Die drehe ich um
klapper ein bisschen auf eine Schüssel und fallen sie da rein. Nicht alle, aber die meisten. Die könnte ich dann, ach, ich habe jetzt was vergessen, halb aufgetaut schüttel ich die da rein. Die klappert noch. Die Drohnenbrut klappert noch und dann ist sie etwas geschrumpft, etwas zusammengezogen und dann geht sie, manchmal, ich hol's nochmal, dann geht sie besser aus der Zelle raus. So, das ist jetzt diese Sache. Ja, das würde mir natürlich auch gleich verderben. Aber ich habe in der Nähe einen Landwirt, der Hühner hat. Ich bin bildständig, gell? Nee, passt schon. Der Hühner hat, und da zeige ich Ihnen jetzt das kleine Wunder. Da, in dem Futtertrog, Sie sehen es, habe ich das ausgeschüttet. 2 Minuten hat es gedauert, bis der leer war. Reines Eiweiß. Reines Eiweiß. Aber da muss ich noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Die sind nicht an den Futtertrog die sind nicht an meine Schüssel gegangen. Dann hat die Bäuerin gesagt, wir probieren es mal mit dem Futtertrog, den sind sie gewöhnt. Das war ein Fremdkörper. Gell? Und dann sind sie auch noch nicht daher gegangen. Ich habe ihn leider jetzt nicht drauf. Erst als der Gockel probiert hatte und irgendwie durch irgendeinen Laut seinem Harem signalisiert hat, jetzt könnt ihr kommen, dann sind sie losgestürzt. Nur nebenbei. So, also es war in 2 Minuten leer. Gesundheit. Das sind die Junghennen von Trabert, Gerhard. So, jetzt zeige ich Ihnen etwas, da steht schon hier, nicht erlaubt. Ja, es könnte ja sein, dass ein Volk irgendwie Faulbrut hat. Dann würde es, und eine Biene vielleicht doch dahin geht, obwohl kein Honig zu holen ist, aber das Wachs riecht halt. Und in trachtloser Zeit suchen die Bienen ja überall. Und dann werden sie vielleicht auch hier. Sie sehen schon, hier war auf einmal eine Pause da. Übrigens, eine Zwischenfrage, wer hat denn schon Drohnenbrut rausgenommen? Von denen, die jetzt schon Bienen haben. Noch niemand, gell? Doch. Vollgedeckt? Ja. Von oben bis unten? Das macht, Gerhard, das macht die Woche aus. Ja, wo wir hinten dran sind. 14 Tage. Oder gar 14 Tage. Ja, wir sind noch lange in der Vegetation. Also hier am Lehrbienenstand haben wir schon welche raus. Ja. Die haben schon eingeschmolzen. Nicht mit dem Dampfwachschmelz. Mit dem Dampfwach. Das waren meine ersten, und zwar im Jahre 2008. Das sind jetzt meine älteren Enkel, und da habe ich da so das Bild mal gemacht. 2008 habe ich damit angefangen. Da hat noch kein Fachmann in irgendeiner Zeitschrift von dieser Methode was gesagt. Und hier zum Beispiel, das ist nur ein Teil gewesen, ausgeschnitten, den Rest kann ich wieder einhängen. Ich habe auch noch eine andere Methode versucht, nämlich das in die Nähe von einem Ameisenhaufen. Der Ameisenhaufen war 1 Meter hoch, das war die kleine rote Waldameise. Und habe ich direkt nebendran, ein bisschen geschützt mit Zweigen, habe sie, sehen wir es nochmal? Nein, bin nochmal zurück. Habe sogar das ein bisschen aufgeritzt, die Ameisen haben sich nichts geschert. Die Drohne, das ist mir verfault. Wer auch hingeht, ist der Igel. Der Igel, ja. Ja, der frisst auch hier aus dem Sonnenwachs. Ja, aber es macht halt das Wachs kaputt. Ich kann das nur, sieht man jetzt hier bei dem Kasten nicht. Das sind, unten habe ich mit Gitter ein Loch gemacht und dann ein Gitter davor, dass keine Biene durch kann. Das wäre ja wieder verboten.
Ja, ne, das habe ich ja bloß nachts hin und in der Früh war alles, also in der Dinge. Ja, wenn man Igel in der Nähe hat. Ne? Portionen, ja. Ja, ja, in kleinen Portionen, genau. Also auf jeden Fall so, wie ich das gemacht habe, war das nichts. Macht der gescheite Sauerei, verteilt es dann. Ja, 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 ja. Genau, ich habe das nachher wieder weg, weil die Ware eben auch kaputt gegangen ist. Haben wir extra so ein Ding gemacht, damit es bei den Ameisen angenommen wird. Die sind zwar drin rumgekrochen, haben aber die nicht. Entweder waren die Dinger so groß oder sie konnten sie nicht zerteilen. Ameisen schleppt die auf eigentlich viel. Ne? So, das Schönste an dieser Sache mit den Drohnenhalbrähmchen ist, wenn die leer sind, da sehen Sie mal, was sich da im Laufe einer Periode anhäuft, wenn die leer sind und sie kommen dann in den Sonnenwachsschmelzer, dann gewinne ich Biowachs. Und ich habe seit dieser Zeit nur eigenes Wachs. Ich kaufe keine einzige Mittelwand. Dauert natürlich einige Jahre, bis man so einen Vorrat hat. Rechts sieht man ihn. Drum habe ich auch ein B hingeschrieben, das ist Bio. Jetzt habe ich eine Tabelle erstellt. Ich habe vorhin gesagt, wenn man jetzt schon Drohnenbrut ausschneidet und entnimmt, dann hat man und für das ganze Jahr diese Milbe ausgemerzt. Nehmen wir nur mal an, ich bin jetzt ein Tiefstapler, kein Hochstapler, ein Tiefstapler. Nehmen wir mal an, in so einem Halbrähmchen, das hat, übrigens da oben steht es, 50 mal 5, normal, Deutsch Normalmaß habe ich. Das ist bei mir 50 mal 15 Zellen und das mit zwei Seiten sind zusammen 1500 Zellen. Und wenn man das dann mal sieht, 1500. Und es wären nur in einem Rähmchen 30 Milben bei 1500 Zellen, dann hätte ich, und ich nehme sie am 10. April raus, das stimmt ungefähr überein mit der Wabe, die ich Ihnen nachher zeige. Wenn ich die 30 Milben dann gefangen entnommen habe, dann habe ich verhindert, dass aus diesen 30 60 werden am 10. Mai. Und nachdem ja die 30 schon fehlen, können es da keine 60 werden. Und aus diesen 60 können keine 120 in einem Monat werden. 120, 240, 480. Ich habe also am Ende mit einem Wäbchen bei angenommen 30 gefangenen Varroamilben mit einem Wäbchen 480 Milben für den Rest des Imkerjahres entsorgt. Jetzt ist aber bei mir nicht nur ein Rähmchen drin, sondern vier. Ich habe vier Rähmchen drin. In der Aufbauphase, Mai, Juni, sind bei mir immer zwei im Brutraum. Eins vorne, eins hinten. Vorne kommt, wenn ich eins habe, das Ausgebaute hin, dass es gleich bestiftet wird. Vorne meine ich in der Nähe vom Flugloch und hinten zum Ausbauen. Und entnehme ich eins, dann kommt das hintere nach vorne. Aber einen ganzen Rahmen, ne? Nein, nur Halbrähmchen. Ja, ja, aber dann zwei halbe oder? Nein, das obere ist immer so. Okay. Oder so. Ja. Hm? Dann hast du wie ein normaler Imker auch um die Zeit unterm Strich zwei Drohnenrahmen. Ja, zwei ganze Drohnenrahmen. Genau, das haben wir ja auch. Genau, ja. Mhm. Ja. Nur ich entnehme meine reifer. Wir werden feststellen, dass auf Ganzrahmen auch zum Teil Honig abgelagert ist. Oder, jetzt komme ich zum Vorteil vom Halbrähmchen.
wir haben ein Rähmchen. Zum Beispiel vorhin haben wir gesprochen, dass die Entwicklung der Drohnenaufzucht zum Teil unterbrochen wird. Abgebrochen wird und dann wieder später fortgesetzt. Dann habe ich einen oberen Teil, der ist gedeckelt. Und dann habe ich unten wieder Larven. Und das ist mir zu schade, das ist eine Vergeudung von Volkskraft, von des Bienenvolkes. Eine Ammenbiene kann 3 Larven ernähren und dann ist ihre Ammenmilch versiegt. 3 Larven. Und wie viele Larven sind da hier unten noch nicht gedeckelt, die aber schon von den Bienen versorgt worden sind? Die schneide ich natürlich auch aus. Bei mir, haben Sie gesehen, ist jede Zelle gedeckelt. Ich schmeiße also keine Larven weg, die mir, in denen sowieso noch keine Varroamilbe drin ist, sondern nur gedeckelt. Und das erreiche ich durch meine Halbrähmchen. So, jetzt wollen wir wieder mal zur Tabelle. Am 30. April kommt natürlich wieder an die Stelle, wo das war, ein neues Rähmchen. Das ist 10 Tage später garantiert schon wieder gedeckelt. Von Ei bis zum Deckeln, 10 Tage, 9 Tage, ne? 9 Tage Ei- und Larvenzeit. So ist das schon wieder gedeckelt. Und dann habe ich hier unten schon wieder 240. Und wenn es so weitergeht, jetzt müssen wir das natürlich, nachdem bei mir immer 2 Rähmchen sind, diese Zahlen verdoppeln. Ich habe das immer nur von einem Rähmchen, spreche ich da hier. Habe ich am Ende bei einem Volk, mit einem Rähmchen, 1830 Varroa-Milben entsorgt und das mal 2, sind es 3600. Also das heißt, du hängst bis Juli? Bis Juli. Immer? Bis Juli, ja. Immer zu Drohnenhalbrähmchen ein. Und jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf das Thema, wie viele Drohnen stehen zur Verfügung, damit die Königin genetisch reichhaltig, ne? 200 bis 300 Stück. Zur Pfadpflanzung kommen kann. Langt es? Und pro Volk. Pro Volk. Und wie viele Königinnen werden begattet in einem Volk? Eine Tochter. Naja, in der Regel, ja. In der Regel, ne? Und dazu stehen 200 bis 300 Drohnen zur Verfügung, die natürlich andere Königinnen von anderen Völkern begatten, ne? Nicht die eigenen. Es gibt ja diese sogenannten Drohnensammelplätze. Aber wo natürlich zig Hunderte und Tausende von Drohnen sich sammeln. Ja. Und von einem Volk 200 Drohnen und nur 5 oder 6 oder 7 werden benötigt, bis eine Königin voll begattet ist. Das ja, aber ja. Die Auswahl, ich habe irgendwo mal im Kopf gehört, dass die Königin ungefähr 2000 Drohnen braucht. Also Auswahl an genetischem Potenzial. Das hat sie und doch auch. Weil durch die anderen Völker. Durch die anderen Völker, genau. Ja, ja, ich bin aber ja nicht der Einzige, der Drohnen liefert. Hm. Ja, das ist die Vielfalt. Ja, aber warum macht das Bienenvolk dann nicht einfach 300 Stück? Pi mal Daumen? Weil die Natur immer vom Überfluss lebt und lieber mehr macht. Aber diesen Überfluss nehme ich ja weg, ne? Mhm. Und ich muss ihn ja auch wegnehmen, weil wir sonst, wenn wir nichts tun, unsere Völker am Ende eingehen. Wenn wir nichts tun. Und wir müssen schon, denken Sie an das Schema, ja, in der ersten Hälfte die biotechnische Bekämpfung, die müssen wir vorantreiben, damit wir die chemischen Mittel oder Arzneimittel möglichst wenig einsetzen müssen. So, das war dieses Schema. Ich habe vorhin schon mal davon gesprochen, überall gibt es diese Drohnenstreifen. Hier oben sehen wir noch, das ist jetzt so ein Bild, wo ich den unteren Teil eines Rähmchens kann. Hier oben sehen wir noch Arbeiterbrut und die unteren, hier sind sogar 2 Reihen mit Drohnenbrut, die ich nicht entnehmen kann. Und das reicht.
Frage? Ja. Du hast ja jetzt schon lange Erfahrung. Bei dir, also ein Zeichen, dass es reicht, wäre für mich, dass die Königinnen über die Jahre, die am Stand immer gut begattet sind, immer gut legen, wenig Krankheiten haben, selten umweiseln, also still umweiseln und relativ alt werden. Ist das bei dir der Fall? Nein, bei mir wird keine Königin älter als 2 Jahre. Ach, du tauscht aus. Ich züchte. Ah, okay. Ja, ich suche mir, können wir aber später noch besprechen, ich hole mir Stammmütter aus Tirol, im Hochgebirge in Tirol. Das sind Reinzuchtköniginnen. Kanika. Und die, von denen züchte ich nach. Die Töchter sind an Stand begattet. Aber das sind Wirtschaftsköniginnen. Das sind die guten Königinnen. Dort, das Volk, wo ich die Stammmutter drin habe, die Reinzuchtkönigin, das sind nicht die besten Honiglieferanten. Die Töchter, die am Stand begattet sind, darum bin ich ein Verfechter der Standbegattung. Die Töchter, auch wenn man ab und zu mal einen Stecher dann drunter ist, kommt ja von den Drohnen dann, ne? Die Töchter sind dann die richtigen Leistungsvölker. Die F1-Völker. So, jetzt habe ich hier oben ein Bild, da steht verpasste Entnahme. Wir kommen wieder zurück. Wir brauchen Drohnen. Von meinem Zuchtvolk, wo die Reinzuchtkönigin drin ist, lasse ich absichtlich Drohnen schnüpfen. Oder ich nehme vom Zuchtvolk eine bestiftete Halbrähmchen, einen Halbrahmen weg und gebe es anderen Völkern, damit dort auch einmal ab und zu so ein Halbrähmchen schlüpft. Da habe ich mehr als genug Drohnen. Und ich habe sogar noch das Volk dahin gebracht, dann nicht eigene Drohnen zu züchten, weil sie ja schon vom Zuchtvolk geliefert worden sind, sodass also auch mein genetisches Material weitergegeben wird, auch an andere. Da profitieren die anderen Imker davon. So, also nicht nur, ich habe es verpasst, sondern ich habe es manchmal absichtlich so gemacht. Aber das mache ich nur ab und zu mal ein Rähmchen. Nicht immer, denn ich will ja die Varroa haben. Da kriege ich ja dann keine Varroa, wenn ich die schlüpfen lasse. So, aber ich muss sagen, ich habe es auch schon mal verpasst. Das merkt man dann, wenn man dieses Drohnenhalbrähmchen, ist bei mir immer gekennzeichnet mit einem farbigen Reißnagel, dass ich sofort sehe, das ist das Halbrähmchen, das sind die 2 Halbrähmchen, da sieht man es ja, ne? Der Reißnagel sieht dann sofort, wo ich reingreifen muss, ach je, oh je, ich habe den Termin verpasst. Auf meiner Stockkarte steht es groß drauf, am so und so vielen spätestens entnehmen und ich habe es verpasst. Dann krabbeln da drin unheimlich viele Drohnen rum. Ist ganz klar. Ist mir auch schon passiert. Also wichtig, ich kennzeichne das Halbrähmchen. Wie gewinne ich jetzt? Jetzt komme ich zum größten Vorteil meiner Methode. Wie gewinne ich Drohnenhalbrähmchen ausgebaut? Im Ende April, kommt auf die Witterung an, volkserkundiges, Mai, Juni, lasse ich im Honigraum überabspeckiger diese Halbrähmchen ausbauen. Das obere wird meistens voll mit Honig gefüllt, wird gedeckelt, ich habe es vorhin gesagt, reifer Honig, und unten habe ich keinen Honig drin. Das ist das Wunder. Oben voll Honig und unten Drohnenbau und keine Honigzelle ist gefüllt. Dieses ausgebaute Rähmchen
ausgebaut, nehme ich weg. Kommt weg. Ein neues, leeres kommt dran und ich stecke es rein. Oder wenn es der obere Teil zum Schleudern reif ist, schleudere ich weg und es kommt wieder in die Mittelwand oben hin. Und so lasse ich im Mai, Juni für jedes Volk mindestens 4 solche Halbrähmchen ausbauen. Das geht parallel zu der Varroa-Bekämpfung, wie ich sie gerade eben geschildert habe. So. So sehen sie aus. Das obere müssen wir uns jetzt mit Honig volldenken. Und hier unten das Halbrähmchen. Das ist eins vom letzten Jahr. Habe ich zu viel gemacht. Habe ich übrig gehabt. Ich habe jetzt noch welche, die ich ausgebaut reinhängen kann. Aber das mache ich nicht. Die hebe ich auf. Also die mache ich runter und hebe sie auf. Das heißt, die bauen unten, die bauen zwar unten aus. Können sie sofort bestiften. Nee, ich meine jetzt, wenn du oben in Honigraum dieses Rähmchen reinhängst. Ja. Die bauen das oben, wie du gezeigt hast, mit Honig aus, verdeckeln das. Unten bauen sie ohne Mittelwand, mit Naturbau. Drohnenbau, aber sie können ja nicht rein. Und da kommt kein Honig. Nein, die Bienen scheuen sich, im Drohnenbau Honig abzulagern. Die bauen immer Drohnenwaben unten rein. Immer. Bei einem leeren Rähmchen, ja. Oben, wo ich, wie ich vorhin gesagt habe, die Mittelwand vorgegeben ist, entsteht natürlich Arbeiterbau. Ist klar, ne? Aber die können ja auch in den leeren Rahmen bauen, was sie wollen. Ein Schwarm macht das auch. Ein Schwarm würde das untere leere Rähmchen, wie beim Naturbau, auch mit Arbeiterbrut. Aber in der Schwarmzeit, also im Mai, wird der leere Raum immer erst mit Drohnen, weil das Volk ja, die Natur, die Bienen wollen sich ja vermehren, brauchen männliche Wesen. Ne? Später im August brauchen sie sich ja nicht mehr, ne? Sind die Männer überflüssig. Also ich habe ja schon experimentiert mit Wabenhonig und habe das halt auch leere Rähmchen Honigraum und da machen sie wirklich Drohnenbau rein, aber irgendwann tun sie auch Honig rein. Irgendwann. Ja, also es dauert halt. Zum Beispiel bei Platznot. Wenn sie man muss es in ein enges Volk rein. Genau, ganz genau. Dann sie da schon auch Honig rein. Dann muss sie direkt zwingen, dass sie haben keine andere Möglichkeit mehr. Aber stimmt schon, am Anfang kriegt gar nichts rein. Gar nicht, machen sie es nicht. Und wenn ich im Honigraum das nachher entnehme, ist die Wabe leer. Ne? Ja, der Drohnenteil ist leer. Ja. So, dieses Rähmchen mit einer Hälfte Arbeiterzellen und einer Hälfte Drohnenzellen, die hänge ich dann bei der Ordnung des Nestes, ich überwintere zweiräumig, hänge ich die dem Volk schon im August, wenn ich das Nest ordne, hänge ich die dann rein. Und zwar vom Flugloch her gesehen an die zweite Stelle. Die vordere ist meistens eine Pollenwabe. Dann kommt diese Wabe und die bleibt bis zum Frühjahr drin. Das heißt, ich entnehme im April, wenn die Bienen noch gar nicht dran denken zu bauen, haben sie hier schon ihren Drohnenbau präsentiert bekommen und bestiften 4 Wochen früher, als sie es natürlicherweise tun würden. Mein Rekord war, das erste gedeckelte Drohnenhalbrähmchen entnommen am 30. März. Da baut noch kein Volk. Und bis das ausgebaut ist, habe ich schon von diesem Volk 2 oder 3 Halbrähmchen gedeckelt entnommen. Samt Varroa. Und je früher ich das tue, umso mehr, denken Sie wieder an die Schablone, an die Tabelle, umso mehr habe ich für den Rest des Jahres diese Varroa dezimiert.
und das Volk gesünder gelassen. Gerhard, du hast noch. Oben oder unten hängst du rein? Doppelstückig? Ich muss jetzt da noch weitermachen. Das war jetzt der Brutraum. Moment. Häng ich unten rein. Und wo? Wenn du sagst Flugloch, ist ja in der Regel in der Mitte. Aber in der Mitte ist ja das Brutnest. Du hängst am Rand. Du bist eine Warme so nahe. Ich habe Warmbau. Ihr habt Sandbau. Ach, du hast Warmbau. Du hast Warmbau. Okay. Richtig. Aber an irgendeine Stelle. Und jetzt bei Zander ist es nun so, da würde ich habe keinen Zander, so würde ich es bei Zander machen. Ich würde links an die zweite Stelle und rechts an die zweite Stelle so ein Rähmchen hängen. Genau. Denn das Volk wandert entweder nach links oder nach rechts und natürlich auch nach hinten. Ja, genau. Das Mal hängt das Zandervolk auf der linken Seite im Frühjahr und mal auf der rechten Seite. Bei mir wandert es immer von vorne nach hinten oder von unten nach oben. Es passiert mir auch, dass ich nicht nach hinten gehe, sondern nach oben, weil ich zweiräumig überwintere. Und Warmbau habe. Ja, okay. Das ist das eine, das war jetzt der Brutraum. Im Honigraum mache ich es oben genauso. Da setze ich allerdings diese Wabe ganz vorne hin. Und bei Zander? Bei Zander, ja, die überwindet doch wahrscheinlich nur einräumig. Kommt drauf an. Ein oder zweiräumig. Oder zweiräumig. Bei Zander würde ich das genauso. Ich könnte sogar sagen, es macht nichts, wenn ich das mitten reinsetze. Mhm. Denn dann sieht nach dem Auffüttern mein Drohnenbau so aus. Jetzt kommen wir wieder auf deine Frage. Ne? Da lagern sie natürlich auch das Futter, weil es ja überreich angeboten wird. Da lagern die das natürlich auch im Drohnenbau ab. Mhm. Gell? Das ist eine Wabe, die ich entnommen habe, heuer im Frühjahr im Honigraum. Und weil ich immer so viele Waben habe, habe ich im Honigraum auch eins vorne und hinten. Das ist eins von hinten. Was mache ich jetzt mit diesem Ding da? Ich habe es jetzt nicht mehr reingehängt, weil ich es euch zeigen wollte. Reinhängen und tragen es um. Das kommt bei mir unten rein, vorne hin, das ist ruckzuck leer und sofort ist Drohnenbau drin. So. Ist soweit alles klar, ne? Muss ich aufpassen, dass ich mit meinen Wachshänden den schönen Pointer nicht kaputt mache, ne? Verunstalte. So, das haben wir jetzt nochmal gesehen. Hier ist nochmal ein Bild. Manchmal, Sie sehen schon, hier oben ist der Warmbau etwas dunkler. Das war so, das war eine Farbe, da war unten, da war kaputt oder eine Ecke war ein bisschen geschimmelt. Dann habe ich einfach die Hälfte der Wabe weggeschnitten. Oben ist manchmal noch Futter drin und das habe ich dann auch reingehängt. Da habe ich natürlich kein Halbrähmchen, sondern habe ich einen unteren Teil der Wabe mit Drohnenbau. Den kann ich natürlich auch aufschneiden. Ne? Hier sehen wir solche Waben, ne, die ich dann einfach hier abgeschnitten habe, hier, hier. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich bin ein geiziger Mensch. Diesen Teil da, die ganze Wabe wird ja eingeschmolzen. Ne, die ist reif zum Einschmelzen. Das dunkles Wachs. Ich überwintere überhaupt nie schon bebrütete Waben. Ich habe nur Mittelwände bzw. Ausgebaute helle Waben zum Überwintern. Ich behandle auch mit keinem Mittel die Waben mehr. Alles, was braun ist, wird eingeschmolzen. Ich lasse meinen Bienen lasse ich unheimlich viel bauen. Und ich habe festgestellt, je mehr sie bauen, je mehr sie arbeiten müssen, umso gesünder bleibt auch das Bau, auch das Volk. Denn gerade da hängen ja auch oft die Krankheitserreger drin.
Jetzt schmeiße ich aber nicht das ganze Webchen in den Sonnenbackschmelzer, sondern das schneide ich aus. Und zwar lege ich mein Rähmchen genau darüber, nehme ein Messer, schneide es aus und passe es, ziehe es ein bisschen auseinander und passe es rein. Und ich habe wieder ein ausgebautes Drohnenhalbrähmchen. Hier habe ich schon wieder 1, 2, 3, 4 Stück von diesen 4 Waben. Und wie fixierst du die? Von allein. Wenn ich diese beiden Rähmchen auseinanderziehe, dann noch einmal. Da sehen wir es hier. Dieser untere Teil ist hier ins Rähmchen eingepasst. Aber da sind noch die Drähte drinnen. Da sind noch keine drin. Ist das kein normales Drohnenrähmchen? Das doch. Bei solchen Waben, wo ich dann Drohnenbau gewinnen will, da ist unten freilich noch ein Draht drin. Hier allerdings, wenn ich den ausschneide, ist dann keiner mehr drin. Da habe ich den Draht kaputt gemacht. Achso, den Draht mit Abstand. Da hier, ne? Weil ich da den weil das der untere Teil ja für mich nicht brauchbar war oder nicht schön war, weil, wie ich gesagt habe, manche Ecke schon ein bisschen geschimmelt sind oder kaputt gegangen ist, wo ich dann also hier sage, da oben schneide ich es ab und lasse erstmal noch einmal Drohnenbau davon errichten. Ich habe sogar manche Rähmchen habe ich nicht mit 4 Drähten ausgestattet, sondern nur mit 3 und die haben hier alle oben geendet. Der untere Teil hängt dann einfach runter. Bei denen brauche ich gar kein Draht kaputt machen. Ne? Ja, das ist schon. Das will ich in Zukunft sogar viel öfter machen, dass ich von dieser 4 Reihen Drahtung wegkomme, sondern nur noch im oberen Bereich 3 Drähte mache und das untere. Der Naturbau hat ja auch keine Drähte. Aber der bricht ja auch nicht ab, den nimmt ja keiner raus. Da nimmt auch keiner was raus. Was war das da? Was ein Drohnenhalbrähmchen sonst noch verrät, nur noch als Anhang. Auf dem Drohnenrahmen werden als erstes die Weißelzellen angesetzt. Die Weißelzellen, oder zumindest die Spielnäpfchen, muss ja noch gar keine gestiftet sein. Sobald bei einem Drohnenrähmchen unten am Ende Spielnäpfchen kommen, heißt es, Achtung, das Volk beobachten, es könnte schwärmen. Und hier hat es natürlich schon angesetzt. Sonderbarerweise auf den Drohnenzellen kommen die Weichelzellen als erstes. Und hier rechts, was ist eine Drohnenzelle? Da schauen Sie hin. Die Königin ist schon weg. Die alte ist weg und die junge ist geschlüpft. Den Schwarm habe ich natürlich verpasst. Ich imkere in einer Gegend, meine Bienen stehen am Waldrand, ich habe nur hohe Kiefern, ich kriege nie einen Schwarm. Und nachdem meine Königinnen nicht älter als 2 Jahre sind, sind das noch mopsfidele Dinger. Und die gehen nicht runter, oder wie man manche alte Mutter sagt, naja, die hat es gerade noch 1 Meter hoch an den Strauch geschafft. Die sitzen da oben in der Kiefer drin. Und was mache ich? Ui. Er ist verloren. Denn in den Kiefer kann ich nicht auf. Ja. Das lasse ich lieber sein. Und was? 2, 3 Tage hängt er manchmal oben und dann ist er fort. Und dann sage ich: Alles Gute. Requiescat in pace. Ruhe in Frieden. Der ist weg, der ist gestorben. Nicht jeder. Oh, die Schlupflöcher möchte ich wissen. Ja, bei offenen Fluglöchern. Bei offenen. Nee, ich meine, es gibt auch Schwärme, die dann in der Natur überleben. Es sind wenig, aber es gibt's. In unserem Forst. Bei euch nicht. In unserem Forst nicht. Da ist alles durchforstet. Und ich weiß es von den Förstern. Okay. Jeder. Und wenn ein Specht ein Loch neu gemacht hat, der Baum kommt raus. Was? Ja, ja. So schlimm bei euch. Bei uns wir haben ein Gebiet, nur nebenbei bemerkt, wir haben ein Milan-Gebiet, ja. Der Rot-Milan. Ne? Ja.
da ist jetzt neulich bei uns ein Milan-Nest verschwunden. Und der Förster hat gesagt, das hat einen Sturm runtergejagt. Ein Milan-Nest, das ist ja so verzweigt und fest, ne? Das bringt keinen Sturm runter. Aber der Sturm hat es gemacht. Das ist weg. Der Baum sollte wegkommen, dann muss das Milan-Nest auch erstmal weg. Aber ihr habt ja Milan-Schutzgebiet bei euch. Freilich. Du musst dich auch der Sturm herhalten. Der Kessel so. Kann man schlecht begründen. Also, das hier nur, was man einem bei einem Drohnenhalbrämchen noch alles verpassen kann, erkennen kann. Natürlich auch, ich brauche gar keine Königin zu suchen. Da ist ja eine Waisenzelle und manchmal freut man sich. Eia, ist das eine schöne lange. Ja, von wegen, das ist ein unbegattetes Ei gewesen, eine sogenannte Afterwaisel. Das wird nie eine Königin. Die bleibt als Larve da drin. Wie erkennst du das, dass das eine Afterwaisel ist? Die ist doch fast doppelt so lang wie andere. Die ziehen und ziehen die Waisel immer weiter und immer länger. Das sieht man einfach. Mhm. So wie man sagt, wie unterscheidet man einen Lilliputaner von einem Riesen? Durch die Größe. Spätzle gemacht. Ne? Das machen wir alle drauf. Ne? So. Doch, das bleibt. Ja, aber ich habe gedacht, die Arbeiterinnen bilden durch den Pheromonmangel dann Eierstöcke. Nochmal zurück. Ja. Das kann eine Arbeiterin gewesen sein oder eine Königin, die keine Samenzellen mehr hat in ihrem Körper. Ach so, okay. Das gibt es auch. Ja. Und dann, wenn eine Königin unbefruchtete Eier legt, dann nennt man das Volk Drohnenbrütig. Ja, genau. Und wenn eine Arbeiterin sich zur Quasi-Königin entwickelt, nennt man das Buckelbrütig. Das ist der Unterschied zwischen Drohnenbrütig und in beiden Fällen entstehen nur Drohnen, die da schlüpfen. Aber die Entstehung der Drohnen, die einen kommen von der Königin, von einer nicht mehr fruchtbaren Königin, die anderen kommen von der Arbeiterin. Aber die Afterwaisel ist dasselbe. Ach so. Und die Arbeiterinnen bauen natürlich auch in den anderen Zellen die rein. Ne? Ja. Ja. Ja, jetzt check ich es erst. Die Waisel nennt sich Afterwaisel. Ja. Okay. Aber der Begriff ist so bekannt. Ja. So, gut. So, ich bin jetzt am Ende meines. Ich glaube, es hat ein bisschen länger gedauert. Entschuldigung, es war eine Dreiviertelstunde gesagt, ne? Wenn der Kerl da mal das Reden anfängt. So, ich kann es nochmal sagen. Diese biotechnische Methode der Rohrbekämpfung wurde im Mai 2009 in Aditz. Die Biene und dem Imkerfreund mit dem Titel Die Milben ständig in Schach halten, veröffentlicht. Das ist hier in dieser Zeitschrift. So, das war jetzt der erste Teil. Das ist das Standmaß. Und das unterteile ich in zwei Hälften, sodass die beiden Hälften wieder zusammen Standmaß ergeben. Jetzt kommt der Kniff. Ich habe mir eigene Klammern gemacht. Die gibt es auch zu kaufen. Die sind wahnsinnig teuer. Das ist Maschenzaun. Und zwar der Maschenzaun, den die Förster draußen im Forst verwenden für Schonungen. Moment, ich muss wieder hinlegen. Schaut's mal her. Biegbar und trotzdem stabil. Ich habe also ruckzuck hier das dran gemacht. Ach so, das wird. Und auf der anderen Seite, ich mache das mal einfach so, auf der anderen Seite genau dasselbe. Und schon habe ich es zusammen. Ah, ja. Die habe ich mir mit einem kleinen Schraubstock alles selber zusammengebogen. Mit ein bisschen Übung weiß man genau den Abstand und da muss ich rumklopfen und dann habe ich sie. Und da mache ich mir im Laufe des Winters. Mache ich mir so immer meine 200, 300 Stück. Denn bei vier Halbrähmchen brauche ich schon 8 Klammern.
Ja, so mache ich das. So, ja, was sonst hätte ich ein... Noch eine Frage, bitte. Nur also zu. Die Drohnenrahmen werden ja wiederverwendet, also auch, das, auch die Waben. Sehr gut, ja, die Frage. Bei mir nicht. Haben Sie doch gerade gesagt. Das ist Köpfen. Gesehen, hier mit diesen großen Haufen von Halbrähmchen, das sind dann die... Also im Winter, also nur die unbefrüdeten, die noch übrig sind, die werden die aufgehoben. Werden aufgehoben. Ja, jetzt... Habe ich mich vielleicht nicht deutlich ausgedrückt. Ah ja, und die waren ja nur am... Und was einmal bebrütet worden ist, kommt in den Sonnenfachschmelzer. So. Und dann daraus gewinne ich unter anderem auch mein Biowachs. Die, ja, ja, also die, man lässt die auch die immer wieder neu bauen. Immer wieder neu. Weil er durch den... Okay. den Habe ich ja vorhin gesagt, also nur einmal ich lasse wahnsinnig viel bauen. Ja. Also bei mir erneuert sich der Wabenbau eines Volkes im Laufe eines Jahres vollständig. Du fängst aber schon im Frühjahr, oder wenn du Mittelwände gibst, oder wenn du Rähmchen gibst, wenn du erweiterst, an die du überwinterst, ja zweiräumig. Zweiräumig, ja. Okay, aber wenn du normale Rähmchen gibst... Da fallen bei mir im Frühjahr, bei mir die meisten Völker ziehen, Gerhard, du wirst bestätigen, der hat das gleiche Maß wie ich, die ziehen sich nach oben. Und da habe ich unten unheimlich viele ältere Waben, die ich total entnehmen kann. Mhm. Und dann, wenn das Volk mich sich hinaufgezogen hat, nehme ich den unteren Kasten total weg. Im Frühjahr sitzt bei mir jedes Volk dann erst einmal auf einem Raum. Mhm. Und darüber kommen wieder entweder unbebrütete, ausgebaute Waben oder nur Mittelwände. Und dann also zieht sich. Bitte? Ja. Also schon Mittelwände im zweiten Brutraum. Im zweiten Brutraum. Und damit ist dieser Raum schon wieder erneuert. Ja? Mhm. Ja, so. Und so bleibt der Raum auch. Auch zum Überwintern. Denn oben habe ich ja die frischen Waben. Und dieser neue Raum oben, Brutraum, wandert ja im nächsten Frühjahr wieder nach unten. Mhm. Sodass also im Laufe eines Jahres ein Volk total erneuern kann. Mhm. Jo. Mir war vorhin noch was eingefallen. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar zu der Abfolge, wenn ich den Drohnenrahmen, der bebrütet ist und verdeckelt ist, nach oben in den Honigraum hänge und dann hoffe ich natürlich, dass der Honig, der da eingetragen wird, schnell verdeckelt ist und ich das entnehmen kann, wenn ich das aber nicht schaffe. Also ich hatte jetzt gerade vorhin die Bedenken, jetzt habe ich einen Honigraum oben drauf und habe die Drohne, also die verdeckelte Drohnenbrut oben mit drin, ja. Da wird Honig eingetragen, aber wenn die doch vorher schlüpft, bevor der Honig reif ist, was mache ich dann? Das ist ja ganz schlecht, wenn die dann oben im Honigraum sitzen. Dann lass ich es raus. Also... Nee. Also was mache ich damit, wenn der Honig verdeckelt ist? Wenn diese Drohnenwabe, die nur Larven hat, kann ich die schon nach oben setzen, ne? Unverdeckelt auch. Weil das unverdeckelt. Die verdeckeln die im Honigraum genauso. Ja, dann haben sie noch mehr Zeit. Okay. Genau, ne? Und ich habe unten schon wieder Platz, um eine neue Wabe für Drohnen anzubringen. Okay. Und wenn die, da muss ich natürlich das aufschreiben. Mhm. Ich habe die nach oben gehängt, ältere Larven Verdeckelung angefangen, das muss ich mir genau aufschreiben. Mhm. Dann weiß ich auch genau, wann ich die raustun muss. Mhm. Ne? Und im Honigraum kann ich sie eben leichter raustun. Mhm. Ich brauche bloß oben mal hingucken, auf meinen Reißnagel gucken, rausziehen, die beiden Klammern weg und dann einfach wieder ein neues Rähmchen rein. Und da bauen sie mir wieder natürlich über Abspeckete einen neuen Halbrahmen mit Drohnenbau, den ich dann wieder aufheben kann. Und das ist die Methode. Ich brauche Vorrat für das Frühjahr. Möglichst bald Drohnenbau anbieten. Ich behandle dann trotzdem noch im langen Abschleudern mit Ameisensäure. Wie ich das noch nicht gemacht habe, musste ich die Ameisensäure mindestens einmal mehr nehmen. Ich mache Schwammtuch. Mindestens einmal mehr machen, das brauche ich jetzt hier nicht mehr. Mhm. Und die Erfahrung hat gezeigt, es reicht auch. Zweimal mache ich das. Zweimal Schwammtuch. Mhm. Normalerweise macht man es dreimal. Ja, Gott, bis zu viermal. Oder auch mal viermal. Ich habe heuer ein Volk von einem Imker, der nicht seine Imkerei aufgegeben hat, hat gesagt, ich möchte meine zwei Völker
in gute Hände geben, habe ich die zwei Völker übernommen. Da habe ich 6-mal behandelt. Denn nach der ersten Schwammdruckbehandlung sind mir über 100 Milben unten auf der Windel gelegen. Beim zweiten Mal wieder so viel. 100, das ist ja gar nichts. Das ist gar nichts. 1000. Das sind bei mir viel. 1000. Ja. 100 ist bei dir viel. 100 ist bei mir viel. Na okay, bei 100 höre ich das Zählen auf. Ach so. Das zeigt. Das Gerhard, was ist? 10, 20. Ja. Was? Nach der Schwammdruckmethode. Da brauche ich doch gar nicht behandeln. Moment, ich mache jetzt 13 Jahre in Karate. Ich habe die ersten 7 Jahre Drohnenrahmenschienen ganz viel gemacht. Alles dann diese normale Schwammdruckmethode. Wunderbar. Und dann war der Schnitt. Und jetzt ist es so, das Hauptproblem der Varroa ist, also nach meiner Beobachtung, September, Oktober und so weiter, ich habe schon total Blut und da habe ich auch viel gemacht, wirklich. Varroa-freie Völker, aber im Oktober, November, da ist das Problem. Und ich glaube auch, dass jetzt in dem intensiven Gebiet hier, dass das schon ganz andere Situationen sind. Ich habe ja gesagt, wenn wir zu viele Varroas drin haben im Frühjahr, dann ist im September und Oktober oft dann Schluss mit dem Volk. Es explodiert. Nicht? Ich habe doch die Varroa frei gehabt. Ich habe im Juli totale Blumennahme. Ich lasse das Volk komplett neu. Aber das heißt noch nicht Varroa frei. Naja, aber ich habe das auf der nicht. Auf der Biene sitzen immer noch Varroas. Nee, schon klar, die sind ja behandelt. Die sind ja öfters mit Milchsäure behandelt und so weiter. Mit Milchsäure, ja. Das ist das Hauptproblem. Das ist dann im September, Oktober und so weiter. Ich mache genaue Varroa-Zählung. Also jetzt habe ich einen Überblick wieder. Ich weiß genau, was wo drin ist. Manche Völker haben wenig. Und das mit diesen 100.000, also ich habe auch die ersten Jahre Tausende gehabt. Kein Problem. Jetzt, wenn Völker viel Varroa haben, die haben ein Problem. Also in den ersten Jahren, ich habe Völker gekommen mit 5.000 Varroen und kein Problem. Die haben gut überwindet. Ja, genau, es hat sich verändert. Aber jetzt, da ist ein Wandel drin. Ja. Ist einfach meine persönliche Erfahrung. Ja, das stimmt auch. Es kommen nämlich noch andere Faktoren auch noch dazu. Ich möchte sagen, dass unsere Landwirtschaft einen enormen Beitrag leistet, damit unsere Völker nicht so gesund sind, wie sie sein sollen. Durch die Insektiziden und Neonicotinoide. Imidacloprid wurde zum Beispiel verboten, ne? Ist jetzt ausgesetzt durch die EU, soll wieder zugelassen werden, soll wieder verlängert werden, das Verbot. Diese Mittel, die auch im Pollen drin stecken. Und wenn wir eine Nahrung zu uns nehmen, die nicht gesund ist, dann bleiben wir doch auch nicht gesund. Das ist prinzipiell schon auch richtig. Im Stadtgebiet hier haben wir kaum an Kontakt zu wirklich diesen intensiven Landwirtschaft. Ja. Das ist die eine Sache. Könnte es sein, es gibt genügend Neonicotinoide, also in Haus- und Kleingartenbereich. Der Haus- und Kleingartenbereich ist natürlich nicht hoffentlich, ist keiner hier. Vollkommen richtig. Doch, einer. Viele, ich kenne solche Leute, die haben so ständig an ihren Blumen. Oh, Läuse! Psst! Kommt schon wieder die Spraydose daher. Ja, gibt's. Es gibt's, ne? Es gibt ja Untersuchungen, zwar schon vor 20 Jahren, dass der Einsatz von Spritzmitteln in Kleingärten fast genauso hoch ist wie in der Landwirtschaft. Das hat mich damals komplett umgehauen. Ja, ich wollte es nicht sagen. Wie das heute ist, weiß ich jetzt nicht. Aber vor 20 Jahren waren die Untersuchungen so. Weil die meisten nicht wissen, wie sie es mischen müssen, die. Genau. Ich bin im Stadtverband Kleingärten. Es wird vieles von anderen Ländern ganz billig rein, wo es bei uns ganz neu zu kaufen wird. Das kaufen wir nicht. Wir holen teilweise die blaue Säure da von Rumänien, von Polen kommt viel darüber, mit ganz billig Geld. Und dann tun die anderen alles mitbehandeln. Ja, ja. Das ist ja die Ursache eigentlich. Ja, Glyphosat ist ja auch wieder zugelassen, ist verlängert letzte Woche. Ne? Glyphosat, ja, ja. Also ich habe heuer Wachsanalyse machen lassen und Pollenanalyse. Also im Wachs war jetzt bei mir nichts drin von diesem Rapsspritzmittel, obwohl ich halt so viel Raps habe. Also aber eine Imkerin, die auch im Verein ist, die ist im gleichen Ort, die hatte jetzt halt Rapsspritzmittel drin im Wachs. Und in den Pollen war bei mir Blei, mehrere Schwermetalle drinnen. Aha, Stadtnähe. Ort, wie sagt man? Was ist das?
Vor Ort. Ja, aber Industriegebiet, was vor wahrscheinlich rüberweht. Aber trotzdem, also die Streuung. Viel Blei war am meisten drin, ja. Also noch nichts Lebensmittelbedenkliches, aber halt 30 verschiedene Schwermetalle. Das hat man auch festgestellt bei den sogenannten Stadtimkern in Berlin, also dass die Schwermetalle enorm stark zugenommen haben, also in ihrem Stadthonig, der ja so propagiert wird, ne? Ja. Stadthonig. Also ich bin kein Chemiker, also ich habe es jetzt schriftlich, also Blei war halt das eine, das war am höchsten. Ja, 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 ja. Und noch zwei Schwermetalle waren drin. Im Wachs war jetzt halt von diesen, da ist ja getestet worden, auch diese Insektizide und weiß ich was, und da war jetzt halt nichts drinnen. Nichts drin. Also, ja. Im Vorgriff, weil wir nachher auch vom Zucker noch reden, ein Landwirt aus Ostheim, der hatte Zuckerrübenanbau und ist wieder Bio-Landwirt, ist wieder von diesem Zuckerrübenanbau auf biologischer Art abgekommen, der sagt, in der Zuckerfabrik werden die Rüben kontrolliert, es werden Proben genommen, wenn analysiert, habe ich zu viel, vorhin haben wir davon gehabt, weil die Dosis nicht stimmt, die Dosierung, habe ich zu viel von diesem Zeug drin und übersteigt es das normale, zuträgliche Maß, kriege ich einen enormen Abzug von meinem Ertrag, von meiner Lieferung. Jeder Landwirt wird sich hüten, zu viel zu spritzen. Und das Zweite, was er sagt, ich bin deswegen auch von der einmal mein Zucker ist, der sogenannte konventionelle Zucker, ist fast vergleichbar mit dem Biozucker. Und warum bin ich, sagt der Landwirt, bin ich vom Anbau für Bienen, für Biorübenanbau, bin ich weggekommen. Ich muss meine Rüben nach Warburg, ganz im Norden oben. Es geht Richtung Dortmund. Von Ostheim nach Dortmund. Ich brauche 10-mal so viel Diesel für den Transport wie von hier nach Ochsenfurt. Das ist ein Katzensprung. Okay, ne? Und sagt er, da hört bei mir dann das Bio etwas auf. Macht ja keinen Sinn. Ja. Bitte? Macht ja keinen Sinn dann. Macht dann keinen Sinn. Das ist jetzt halb gefroren, das quasi. Ist halb aufgetaut? Halb aufgetaut, ja. Ich kriege sie nicht ganz, ich muss noch ein bisschen tiefer gehen. Jetzt gebe ich mal ein bisschen hier. Da habe ich sie jetzt geköpft. Sehen Sie es? Da ist der Kopf jetzt weg. Da ist er noch drin. Und die, wenn ich nachher rumdrehe, ich will es aber nicht raus tun, weil ich eine Mordsauerei mache, dann klappern die raus. Die fallen einfach dann raus. Ne? Sind schon fast ein bisschen zu viel aufgetaut. So, und rumdrehen und dann fallen die in die Schüssel rein. Aber Sie haben es mal gesehen, da sind die Köpfe drauf. Kopf ab. Deswegen nennt man diese Methode die Köpfmethode. Und was sind diese Klammern da? Die sind mir vorhin schon aufgefallen, diese da? Ach, die Abstandsklammern. Ach so. Ich habe kein Hoffmannsrädelchen, ne? Ah, okay. Das sind die Abstandsklammern. Gut. Jo. Und wie gesagt, das Rädelchen ist 14 Tage alt. Also sind 14 Tage, heute haben wir den 23. 24 Tage braucht Nummer 14 Tage, also Mitte März sind die schon bestiftet worden, ist die Wabe, ne? Mitte März. Na, da ist der erste und das Schwung kommt daher, Varroa, weil eben weg. Das Rähmchen ausgebaut in das Volk gekommen ist. Und kontrollieren Sie auch nochmal den Varroa-Befall, dass Sie sagen, okay, ich gucke mir jetzt das an, was ich jetzt rausgeschüttelt habe und gucke, ob da die Varroa-Milben sind. Das haben Sie ja bei dem Bild gesehen, manchmal breche ich dann hier einfach ein Stück auseinander und die sieht man dann ja nur, wenn man sie wirklich aufgebrochen hat. Hier sieht man ja keine, ne? Die sitzen ja am Grund. Aber dass man jetzt sagt, okay, ich nehme immer, was ich, so 5 x 5 cm und rechne das nochmal hoch, das machen Sie schon, um da richtig reinzugucken, wie viel das ist, um das so ein bisschen nachzuvollziehen. Ja. Zu wissenschaftlich. Das ist zu viel Arbeit. Da komme ich nicht dazu. Okay. Ich komme einfach nicht dazu. So, gut.
Sondern die könnte man auch so verbinden. Ja, ne? Und dann machst du halt das Ohr weg. Und das passt ja nicht rein. Das Ohr muss wegmachen. Okay. Diese so, Klammern, das ja. Ist diese. Da habe ich schon mal gesucht, da hat mir schon mal. Klammer. Also Maschendrahtzaun. Ich habe auch schon Albrändchen einfach reingehängt. Mit einer so Mittelwand oben, wie er gesagt hat, und unten einfach dranhängen. Aber dann hast du einen Nachteil, wenn du das rausziehst, dann kannst du mal abreißen. Also wenn du nur das Halbrändchen reinbaust, ja. Bauen die einfach unten wild. Ja. Ja, und dann hast du da dieses Tropfenförmige da ja. Unten hängen. Aber zum einen fangen sie an, das vielleicht mit der Wand zu verbauen. Und und es kann dann abreißen, wenn du das rausziehst, wenn du das obere rausziehst. Mhm. Aber so, wenn man die beiden verbindet. Aber wenn es da so ein Holzhändchen unten drunter. Von der anderen Seite bloß. Ah, okay. Das ist genau die gleiche, dass halt nicht auf der einen Seite rausrutschen kann. Genau, eins da und eins dann von ja. Hinten. Genau.